Hier, ich habe noch diese, so einen Gürtel aus so einem Bademantel. Möchtest du dich damit kasteien? Die sind aus Stoff, das macht nichts. Nein? Kann ja mal ein Auge rausholen. Ich glaube, ich muss ja mal die Barthaare einzeln auszupfen. Oder gucken, ob meine Axt noch scharf genug für Knochen ist. Junge. Junge. Gut. Also. Boah, bist du hässlich. Ich find mich aber voll geil. Mir ist aber auch mein Kind. Nee. Oder wie, oder was? Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf dem Sabbelsaurus zu einem neuen News-Modulator August 2021. Bei mir ist der Jan. Hi Jan. Hallo, ich bin der Jan. Again. Again. Ja, wir haben... Forever Jan. I want to be forever Jan. Eine Menge haben wir vor und wir sind kurz vor der Grayskull-Con, wo wir ja auch schon ein Video zu gemacht haben. Gab es einiges an News. Kurz vor der Con wird es mit Sicherheit auch noch was geben. Wir werden da in einem gesonderten Video ganz kurz vor der Con nochmal drüber berichten. Und ansonsten empfehle ich euch unser News-Video dazu. Naja, News-Video, ne? Info-Video über die Grayskull-Con. Hast du es gesehen? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Aber holst du nach. Ja, ich wollte mich überraschen lassen, was es auf der Con so gibt. Ich war da ja noch nie. Aber wir können ja hier ein bisschen was raushauen. Du wirst mit dabei sein. Du wirst bei dem Live-Hörspiel mit dabei sein. So munkelt man. So munkelt man. Darfst du schon sagen, wen du da sprichst? Also, ich sag's also, mal noch nicht. Aber okay. Die meisten können sich's wahrscheinlich denken. Ja, das denke ich mir natürlich auch. Denn das war ja schon, ich glaube jetzt ein paar Jahre nicht mehr. Letztes Jahr aufgrund der Situation, da gab's ja kein Live-Spiel. Genau. Und ist das das, was letztes Jahr geplant wurde, das auf heute verlegt wurde? Dieses Jahr? Das weiß ich nicht. Au. Oh. Das weiß ich nicht. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ja, Jan, es ist wieder ultra viel passiert. Möglicherweise haben wir auch Breaking News mit dabei. Ja, und bei einem, da werde ich euch gleich dann noch sagen, habe ich mal wieder ein Logo gebastelt. Aber das ist ziemlich groß geworden. Es geht um He-Man and the Masters of the Universe. Und so steht dann da, ich blende's euch mal ein. Netflix, He-Man and the Masters of the Universe Cartoon. For Kids. For Kids, ja. Ja, aber da kommen wir gleich noch drauf. Jan, wollen wir anfangen? Ja, können wir mal anfangen. Jawohl, wir fangen an. Aber beim Anfang bitte. Gemeinsam mehr Power. Grayskull Con und Planet Eternia arbeiten mehr zusammen. Wie Planet Eternia schon selber auf ihrer Website schrieb, ist Moto so präsent wie schon lange nicht mehr. Und dies veranlasste die Anlaufstelle Nummer 1 im Internet, mit der Grayskull Convention mehr zusammenzuarbeiten. So gibt es dieses Jahr das erste Mal live auf der Bühne das Himanische Quartett. Zwar war das Quartett auch schon 2012 einmal zu Gast, hier aber nicht live on stage. Dazu gibt es alle Videoinhalte der Con nun auch exklusiv auf dem Kanal von Planet Eternia. Hier sind auch umfangreiche Livestreams von der Con geplant. Die Grayskull Convention wird vom 3. bis zum 5. September in Lennestadt stattfinden. Lennestadt stattfinden, finde ich mal lustig. Alle Infos über Teilnahmebedingungen, Exclusives, Traveling Con Items und das Programm findet ihr auf
planeteternia.de, der offiziellen Webseite der GrayskullCon und deren Social-Media-Kanäle. Ein wichtiger Hinweis nochmal und Nachtrag. Spontanbesuche sind dieses Mal aufgrund der besonderen Umstände leider nicht möglich. Ihr müsst euch vorher anmelden. Der Anmeldeschluss ist der 1. September 2021. Der Einlass erfolgt für Personen über 16 Jahren unter Einhaltung der 3G-Regeln. Gezapft, gekühlt, getrunken, geimpft, getestet, genesen. Gezapft, gekühlt, getrunken. Oder wie war das doch? Ich glaube, so heißt es. Ja, irgendwie so, ja, genau. Geimpft, getestet, genesen. So, ihr braucht für den Einlass einen gültigen Impf- oder einen Genesungsnachweis. Akzeptiert wird auch ein negativer Corona-Test, welcher aber nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ferner müsst ihr euren Personalausweis mitbringen. Schüler von 12 bis 15 Jahren brauchen mindestens eine Bescheinigung von ihrer Schule über die letzte Testung. Ein Altersnachweis wird ebenfalls gebraucht. Also können wir nicht mehr sagen, wir sind noch Schüler, oder? wenn ich mich rasiere vielleicht. Ja gut, das... Kenne ich dich nie um vorher? Nein, ich war noch nie hier. Und ein kleiner Nachtrag nochmal zur Zeitschleuder, welches ihr auf der Convention kaufen könnt. In unserem Unboxing-Video zu diesem Item betitelten wir die Zeitschleuder aus versehentlich als GrayskullCon Exclusive. Doch die Zeitschleuder ist ein Traveling-Convention-Item und wird auch bei anderen Veranstaltungen wie den Los Amigos erhältlich sein. Er bittet diesen Fauxpas zu entschuldigen. Ja. Ja, was soll man sagen? Shit happens. Ist passiert. Ich glaube mittlerweile sogar zu wissen, was das Problem war. Nämlich die Köpfe vom Simon, die Horderköpfe, sind das Exclusive. Und als ich das Ding durchgegangen bin, habe ich dann wahrscheinlich auch irgendwie das für mich persönlich im Kopf übernommen, dass auch das hier ein Exclusive für die Con ist. Ja, wie gesagt, wir bitten, das zu entschuldigen. Übrigens, auf Planet Eternia gibt es ein Unboxing-Video, auch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Besser als mein Unboxing-Video, das gebe ich auch gerne zu. Nee, ist wirklich sehr gut gemacht. Von Matthias. Das kam aber auch gestern erst, glaube ich, ne? Oder heute? Ich glaube, das kam heute. Stand heute ist Sonntag, also 5 Tage vor der Con. 28. ist heute, ne? Ja. Und ja, müsste da gekommen sein. Aber wir verlinken das ja sowieso auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und es gibt ja aber trotzdem noch ein paar andere Exclusives, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Der Ring des Königs, ein neues Heft von den Fanfictions. Mit und ohne Item. Kann man sich aussuchen. Man weiß aber nicht, was drin ist. Also ich gehe davon aus, es wird entweder ein König oder ein Ring sein. Von der Christine. Genau. Ne? Ja. Das Cover sieht schon mal sehr geil aus. Die Vase mit von Orko, glaube ich. Ach, das ist so geil. Ey, auf die Idee zu kommen, finde ich richtig, richtig cool. Ich glaube, ich limitiert auf 50 Stück. Also wenn man da zuschlagen möchte. Von Frank Oftring ist das, ne? Ich glaube, ja. Der hat die, glaube ich, designed. So wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Könnt ihr auch nur auf der Con bekommen. Und ist also was für Filmation-Fans. Ja, es wurden die PowerCon-Verpackungen enthüllt von den Exclusives. Am 22. Mai diesen Jahres hatten auch Nicht-Teilnehmer die Gelegenheit, die PowerCon-Exclusives, bestehend aus 3 Sets, zu erstehen. Leider waren diese binnen weniger Minuten ausverkauft und bedauerlicherweise war die Stückzahl wohl so niedrig, dass viele Fans leider nicht in den Genuss kamen, sich diese tollen Sets bestellen zu können. Nun hat die PowerCon auf ihrer offiziellen Webseite die Verpackungen gezeigt. Das Faker und Duplicate Doppelpack kommt in einer Box, ähnlich den sogenannten Geschenkesets aus den 80er Jahren. Kennst du noch? Hier so He-Man Battlecat und Pantor, Skeletor. Ne?
Zumindest sieht es größentechnisch so aus. Ja, das Viererset bestehend aus Filmation Hordak, Blackface Grizzlor, ich weiß, er hat einen anderen Namen, und einem roten und einem schwarzen Trooper, wird in einer besonders gestalteten Box kommen, welche nach außen gebogen und aufklappbar ist. Aufgeklappt hat es eine kegelartige Form mit platter Oberfläche bzw. eine gerundete Trapezform. Erinnert so ein bisschen an diese Teile, diese Podeste, wo die Elefanten im Zirkus immer draufstehen. Ja, damals, als es noch Elefanten im Zirkus gab. Die Alten unter euch werden sich noch erinnern. Ja. Aber ja, stimmt. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Wie war denn das? Ja, da war so ein Trapez und dann ist der Elefant, der sich da draufgestellt. Das ist schon klar. Elefanten, da sind die mit den Rüsseln. Ja, ja. Ich kenne nur Olifanten. Ottifanten. Die gibt's auch, ja. Ja. Bei dem Accessory Pack handelt es sich um eine neu gestaltete Box, in der die Zubehörteile einfach drin liegen. Da werden natürlich irgendwie festgemacht sein. Aber naja, alle Exclusives haben einen schön gestalteten Pappschuber dabei und extra für die Sets gestaltete Artworks. Und die sind richtig geil. Die sind richtig geil. Gerade dieses Faker und Duplicate Doppelpack. Das ist richtig schön bunt. Es ist knallig. Es ist geil. Es ist einfach nur geil. Und was das Gute ist, was ich ja gesehen habe, diese Krallen bei dem Duplicate, das sind Gott sei Dank nicht seine richtigen Beine, die kann man da draufstecken. Also so eine Art Terror Claws. Ja. Ja. Obwohl. Macht die Figur dann schon wieder besser. Wie man es im Revelation Cartoon gemacht hat, fand ich die Idee sogar besser. Natürlich, okay, Duplicate kann man machen. Im Revelation Cartoon ist quasi die Daseinsberechtigung für Nightstalker, dass er quasi dieses Doppelspiel wie Faker treibt. Mhm. Faker memt He-Man und Stridor, Nightstalker Stridor. Ja. Das ist eine geile Idee. Eine richtig geile Idee. Wenn Skeletor jetzt noch im Cartoon irgendwo sagen würde, wenn ihn einer drauf anspricht, nö, jetzt bleibt das hier, scheißegal. Weil er könnte es ja jetzt, nachdem es nicht mehr funktioniert mit dem Täuschen, naja. Ja, ein Set davon konnte ich bestellen. Du hast dich komplett rausgehalten. Ja, viele sind leider da leer ausgegangen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch eins dieser Sets oder vielleicht sogar alle drei bestellen konntet. Ich habe letztens mit dem Jürgen gesprochen, weil ich persönlich habe das jetzt auch gar nicht mehr so verfolgt. Und also dem Necron II. Und er sagte mir, wie teuer diese Teile mittlerweile auf eBay gehandelt werden. Es ist, hast du es beobachtet? Nee, aber es ist ja immer so. Mhm. Aber ich habe mal Bilder gesehen, ja. Ja, er ging ja auch in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen rum, aber das ist schon nicht mehr feierlich. Also sehr schade. Ich hoffe, dass da nochmal irgendwie eine Neuauflage oder sowas kommt. Wir werden sehen. Verkaufen würde es sich dann auf jeden Fall wieder, ne? Also. Auf jeden Fall. Wie bei den Lords of Power. Bilder des Motu-Buches von DK. Ist das Donkey Kong? Nee, Donkey Kong. Ach nee, da steht es. Ich lese es gleich vor. Ja, ja. Im Mai berichteten wir euch innerhalb der April-News, dass der Darling Kindersley Verlag ein lizenziertes Buch über die Masters of the Universe mit über 200 Seiten herausbringen wird. Dieses soll am 14. Dezember 2021 erscheinen. Nun sind erste Bilder aus diesem Handbuch veröffentlicht worden. Auch der Preis ist nun bekannt. So wird das Buch knapp 25 Euro kosten und wird erstmal nur in englischer Sprache verfügbar sein. Selbst die ersten Artworks der Origins werden in diesem Buch vorhanden sein. Revelation leider natürlich nicht, da diese zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Buches noch nicht erschienen waren. Für mich jetzt ehrlich gesagt nichts, da ich schon diverse Bücher über Masters of the Universe habe. Aber für die Leute, die noch
kaum oder gar kein Buch davon haben, wäre das auf jeden Fall was. Und 25 €, das ist für ein Buch nicht wirklich viel. Man müsste viel mehr lesen. Bildungsauftrag. Genau. Erster Trailer zur Kinder-Netflix-Serie ist ausgestrahlt. Ja, am 19. August 2021 veröffentlichte Netflix auf ihrem hauseigenen YouTube-Kanal den ersten Trailer zu ihrer neuen Serie über die Masters of the Universe. Der Stil ist ein deutlich anderer als wie beim Revelation Cartoon und ähnelt in seiner Machart eher Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Die Serie wird schlicht He-Man and the Masters of the Universe heißen. Da sind wir jetzt dran. Da man in der Community Titel gerne abkürzt, zum Beispiel MOTUK für MOTU Classics oder MOTUO, Masters of the Universe Origins und so weiter, sorgte das bei einigen doch erstmal für Verwirrung. Denn die Abkürzung für die kurzlebige Filmation-Toyline von Mattel, diese Classics-Nebenlein, falls man sich noch erinnert, wurde ja damals ebenfalls unter He-Man and the Masters of the Universe geführt, bevor sie anschließend als Club Grayskull-Line von Super 7 übernommen und weitergeführt wurde. Ja, innerhalb der neuen Serie scheint die Macht von Grayskull sich auf mehrere beziehungsweise vielleicht alle Masters of the Universe auszuwirken und die Doppelidentität Adams ist kein Geheimnis. Adams Freunde bezeichnen sich selbst hier als zum Beispiel Master of Technology, Master of the Wild, Master of Demolition und Master of Magic. Ja, kann man sich natürlich ungefähr ausrechnen, wer was sein soll. Master of Technology passt ja dann hier wohl zu Man at Arms zum Beispiel. Master of Magic vielleicht Onko beziehungsweise die Sorceress. Ich glaube eher die Sorceress, weil Orko ist ja nur ein Roboter. Ja, auch Er geil. könnte auch Master of Technology sein. Ja, Ja, er heißt ja Ork O oder Ork Null oder sowas. Org 0, oh Gott. Ork Pirich O. Ja gut, das wird wahrscheinlich nur die Schreibweise sein, Ja. aber gut. Ja, die Serie wird ab dem 16. September 2021 auf Netflix verfügbar sein. Wie viele Folgen weiß ich jetzt gerade nicht. Du? Ich glaube, das war noch nicht kommuniziert. Ich glaube, da werden die am Anfang auch nicht so viele Folgen von machen. Die wollen wahrscheinlich auch erstmal gucken, wie es so ankommt. Ja. Ich würde auch mal so auf 10 tippen, vielleicht erstmal. Obwohl, die sollen nicht so lang sein, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, denk mal so genau wie beim Revelation So um Cartoon. die 20 Minuten wieder? Ja, könnte sein. Ja, wenn wir sehen. Richtet sich vom Stil her an ein ganz anderes Publikum. Und wahrscheinlich hat es genau deswegen auch extrem viele Dislikes. Ich glaube, nahe der 17.000, so ungefähr zwischen 6.000 und 7.000 Likes unter dem Video ändert sich ja auch immer mal wieder, aber das spricht schon deutlich Bände, was aber natürlich nichts darüber aussagt, wie die Kids den Cartoon finden werden. Du weißt, ich bin kein Fan von Zielgruppendiskussionen, aber hier kann man sich des Eindrucks nicht erwehren. Beim Revelation braucht Ja. keiner sagen, ist nicht für Erwachsene, ist für Erwachsene, ist richtet sich an Sammler. Bei, ob es einem gefällt oder nicht. Mir gefällt's, dir gefällt's, größtenteils, ne? Ja, haben alle, glaube ich, ein bisschen hier und dort, aber das ist ja klar. Aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen gespannter tatsächlich auf diesen Cartoon als auf die Revelations, weil das ist so anders, das triggert so, ne? Also, ich habe da irgendwie echt schon Bock, den zu gucken. Wir werden uns den Trailer ja auch nochmal angucken Ja. und dazu dann auch nochmal ein Video raushauen. Das, also es könnte so doof sein, dass das schon wieder lustig wird. Und genau deswegen werde ich es mir angucken. Es ist tatsächlich nicht für uns. Ich bin halt, pass auf, die Sache ist ja, du sammelst keine Autos oder du bist kein Autofan. Ja? Aber trotzdem fährst du ein Auto und du guckst auch mal hin, wenn irgendwo ein geiler Sportwagen ist. So, und sagst dir, gefällt mir oder Ja. gefällt mir nicht. Ja. Aber du bist kein Rennfahrer, du bist kein Autonarr, es ist nicht für dich in dem Moment. So,
Genauso ist es ja auch mit allem anderen, ne? Selbst wenn ich sagen würde, was weiß ich hier, ein Film, der sich ausschließlich meistens an Frauen, hier 50 Shades of Grey, ist eher an Frauen gerichtet. Trotzdem kann ich als Mann das Ding noch gucken und sagen, ja, okay, oder nö, gefällt mir nicht. Und dann war es das. Punkt. Und ich finde, hier muss man das genauso sehen. Ja, es ist nicht für uns. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem mal hingucken kann und sagen kann, ja, toll. Weil ganz ehrlich, das machen wir alle. Wenn wir zum Beispiel unsere Kinder, diejenigen, die Kinder haben, gucken sich ja auch mal zusammen mit ihren Kids einen Cartoon an oder einen Zeichentrick von Disney oder was auch immer und sagen sich, nee, also, nee, was guckt ihr da für ein Kram? Ja, also das Das gab's bei war uns bei früher unseren nicht. Eltern damals aber auch Und so. genau so ist es. Das muss man einfach mal ein bisschen differenzierter sehen. Einfach mal nicht so krass verkrampft, weißt Ich weiß noch damals, als hier Parker Lewis die Serie lief. Boah, was haben meine Eltern das gehasst. Oh Gott, du? Das das ist eine glaube ich. Scheiße hier. Eine schrecklich nette Familie. Oh, Alter, ey, hat kein Mensch in den 90ern, späten 90ern und Anfang der 2000er noch drüber gesprochen. Oh. Und damals in den 80ern, weißt du noch, diese Frau, die sogar eine Kampagne gestartet hat, das völlig nach hinten losging, sondern die Bandys eher noch nach vorne gebracht hat. Ja, Ja. danke für die Werbung. Eine gute Serie geworden damals. Aber, ja, einfach mal nicht so verbissen sehen. Ne? So ist Also. es. Aber wir werden unsere Meinung dazu. Ich will dir natürlich jetzt nicht wenn du noch gerne mal sagen möchtest, das Wort abschneiden. Aber wir wollen da ja noch was zu Wir dem haben ja Video noch ein paar sagen. Seiten. So ist es. Erst die He-Man, jetzt die Masters of the Universe-Figuren gezeigt. Ja. So, neben dem Trailer zur neuen Serie sind auch die ersten Figuren zu diesem Cartoon aufgetaucht. Die Figuren sind ca. 14 cm groß und kommen auf einer überwiegend blau gehaltenen Karte, auf der oben das neue Castle Grayskull, der Charakter selbst und unten das Action-Feature abgebildet sind, zum Beispiel, beziehungsweise beworben werden. Die Figuren werden 9,99 € kosten und im Walmart erhältlich sein. Bisher sind He-Man, Man-at-Arms, Skeletor, Trapjaw und ein Charakter, der wahrscheinlich die neue Sorceress sein soll, angekündigt. Ich sag gleich, warum ich lache. Es hat nichts damit zu tun. Passend zu den Figuren ist in dieser Größe wird es zwei Fahrzeuge geben. Das eine ist eine modifizierte Motorradversion des Road Rippers, welcher auch hier als Ground Ripper betitelt wird. News gelesen von Michi. Reifen und er schreibt dann nur. Ich weiß, hat er da reingeschrieben mit Klammern. Hui, toll. Oder irgendwie sowas. Ich hab kaputt gedacht. Geiler Sarkasmus, Michi. Ich kann nicht mehr. Lisa, ich. Der Reifen, die. Wow, geiles Feature. Ausgeliefert mit steifen Reifen. Das muss man dazu schreiben. Ja, aber doch nicht. Hui, toll. Ja, wenn sie die Reifen wählen, dann kaufe ich das natürlich nicht. Das ist ja ganz locker. Ah, Lach dich erstmal aus. das mache ich jeden Morgen vorm Spiegel. Ah, weiter bitte. Wie toll. Auch Skeletor wird so einen fetzigen Schopper bekommen, dessen Name bzw. Ursprung noch unbekannt ist. Jedenfalls ist dieser in der Snake Mountain Farben bemalt. Ferner wird es von den Figuren in dieser Größe auch wird es auch Two-Packs geben, wo sie zusammen mit einem Vehikel für knapp $20 zu haben sind. Ich kann mich nicht konzentrieren. Auch ein erstes Playset gesellt sich dazu.
Es ist ein Chaos Snake Attack Playset. Hier ist Skeletors Thron auf einem erhöhten Podest angebracht und eine Schlange greift den Eindringling an und macht ihn aus ihm Hackfleisch. Die Schlange kann bewegt werden und der Thron scheint eine Art Abschussvorrichtung zu besitzen. Das Set wird knapp $30 kosten. Sorry. Aber das soll es noch nicht gewesen sein, denn es gibt He-Man, Skeletor und Man-at-Arms auch in der Größe von ca. 21,5 cm. Hier gibt es auch gleich die erste Variante mit Battle Armor He-Man. Letzterer ist eine Deluxe-Figur und kostet $20. Hat aber viel mehr Zubehör als die anderen Figuren in dieser Größe. Die normalen Figuren in dieser Größe werden knapp $13 kosten. Im Gegensatz zu den kleinen Figuren werden die größeren in einer Box und nicht auf Karte kommen. Erscheinungstermin ist der 1. Oktober 2021. Alles mitgekriegt? Ja, ich hab's ja selber geschrieben. Du freust dich, ne? Weißt du, woran mich das erinnert? An Scar, heißt der Scar? Ich glaube aus König der Löwen. Ui, toll. Geil, Michi, geil. Immer so weiter. Ich find's gut. Mit fliegenden Reifen. Oh Gott. Ja, neue Toys. Sehr ungewöhnlich. Der Ground Ripper. Auch hier der Name wieder nicht Road Ripper. Ja, wenn sie keine Straßen haben, kann der ja auch woanders fahren. Straßen? Ja. Wo der Road Ripper fährt, braucht er keine Straßen. Der Ground Ripper. Der Ground Ripper, ja, ja. Also. So, jetzt aber mal ein bisschen beruhigt. Aber ich habe mich kaputt gelacht, wie ihr seht. Ich find's geil. Der Sepp gibt ja auch manchmal so kleine Seitenhiebe dabei. Wie kann man damit färben? Ja, in der Box ist auch eine Figur. Was soll der Kram? So, jetzt reicht's aber. So, jetzt reicht's aber wirklich. So. Oh, mein Gott. Deluxe-Figuren 21,5 cm, also ungefähr, so ungefähr, würde ich sagen. Wie so ein Zollstock, circa. Ja, stimmt. Also so ein zusammengefalteter. Ne? Ein Holzgliedermaßstab. Ganz genau. Warum nicht? Okay, musste da jetzt als erstes schon eine Variante von He-Man mit bei sein? Ja, gut, das waren ja die man ja sowieso zuerst gesehen hat, ne? Im Cartoon? Nee, die drei großen Figuren jetzt als Bilder. Ah, aber ich dachte im Cartoon. Wobei auch die He-Man, der kleinere He-Man und der größere sehen sich auch nicht gleich ähnlich, ne? Ist okay. Also da bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert. Nur Mattel muss liefern. 16. Dezember müssten die Klamotten eigentlich spätestens am 17. im Laden hängen. Bei Revelation ist es meines Erachtens nach schief gegangen. Also wir haben ja auch schon ein paar Unboxings gemacht. He-Man folgt übrigens noch. Ich weiß nicht, ob du dabei sein wirst. Wir werden sehen. Du bist nicht so begeistert von dem Revelation He-Man, ne? Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall wird das noch folgen. Aber man kommt an diese Figuren unglaublich schwer dran. Und das ist für... Wir haben halt nicht so die Priorität bei Mattel, habe ich so das Gefühl, gerade mit Figuren. Also ja. Deutschland. Ich weiß nicht, ob es im Ausland auch so war. Da war der Battle Cat auch schon irgendwo vor Monaten schon gezeigt worden. Ja. Wobei die Minis schon da sind. Wir haben die ersten 5 normalen Minis. Wir haben Fisto mit Stridor. Wir haben Beastman mit dem Warslet. So heißt das Ding ja dort. Ja, das ging viel schneller. Die sind auch verfügbar. Ja, am 11. August 2021 erschien der zweite Comic zu der Vorgeschichte vom Revelation Cartoon. Zwei weitere werden noch folgen. Die digitale Version ist bei Amazon Deutschland und bei Kindle erhältlich. Die gehören ja jetzt auch, glaube ich, zusammen, ne? Kindle und Amazon. Hat nicht Amazon Kindle geschluckt? Ich glaube ja. Keine Ahnung.
Der Preis ist da, glaube ich, dann aber auch unterschiedlich. Naja, es gibt für die Printausgabe Nummer 2 auch ein Variant-Cover von Bill, oh Gott, Sienkiewicz? Sienkiewicz? Sienkiewicz. 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 Okay, Sienkiewicz. Naja. Oder Sienkiewicz, könnte natürlich auch sein. Ja, Entschuldigung. Ich weiß gerade, naja. Die letzten beiden Ausgaben erscheinen am 8. September und am 13. Oktober. Bisher gibt es die Comics ausschließlich in Englisch, aber Panini scheint sich die Rechte von den deutschen Versionen gesichert zu haben und peilt eine Veröffentlichung so ab Dezember diesen Jahres an. Für jene, die warten können, gibt es aber auch einen Sammelband. Und zwar wohl am 22. Februar, welcher laut Amazon nächsten Jahres halt erscheinen soll. Was eine Version auf Deutsch betrifft, so ist derzeit noch nichts bekannt. Also die den Sammelband gibt es dann halt eben auch nur auf Englisch. Ja, ist auch schon gelistet bei Amazon. Aber ich denke, das wird es auch auf Deutsch geben. Mit Comics, da sind sie eigentlich ziemlich, ja, ziemlich gut immer, dass die das dann auch mal auf Deutsch irgendwann rausbringen. Obwohl ich auch nicht so des Englischen so mächtig bin, aber ich glaube, das kriegt man hin. Wie ist es bei dir? Ja. Ja, lieber in Englisch als gar keine Sprechblasen in Comics, ne? Soll's ja auch mal geben. Ja. Vorgeschichte von dem Cartoon, ob's helfen wird, dass man in die Geschichte besser reinfindet. Es gab doch mal eine Serie, das würde ich besser finden. Es gab doch mal eine Serie, die eine Staffel gemacht hat, die vor allem spielt, außerhalb von dem normalen Kanon. Ah, welcher hat das gemacht? Könnt ihr gerne mal in die Serie, in die Kommentare schreiben. Ihr schreibt es in die Serie. Aber das wäre auch noch mal so eine Geschichte, dass man das Ganze vorher noch mal dranpackt. Irgendwie. Das ist meine größte Kritik. American Horror Story hat das mal gemacht, dass die dann auch mal, die Staffeln hängen ja irgendwie zusammen, aber ja irgendwie auch nicht. Und die haben dann ja auch mal Sachen, die davor spielen. Und irgendwie so, ne? Ja. Ja. Bist du interessiert an den Comics? Erstmal nicht. Ich habe sie mir auch nicht bestellt. Ich warte, bis das Sammelband rauskommt. Und ja, das Deutsche ist auch nicht schlecht, aber Englisch geht auch. Ja. Schreibt's gerne mal rein, wenn ihr die Dinger schon gelesen habt. Ja, und jetzt geht weiter. Neue Origins und Revelations-Figuren in Händlerlisten aufgetaucht. Wieder einmal ist es ein spanischer Händler, der Namen für kommende Charaktere in den bestehenden Lines sorgt. So ist es die spanische Version von Xavi, die folgen... Was? Xavi, ja, was kann ist das? Irgend so ein Online-Händler. Ach so, okay. So ist es die spanische Version von Xavi. Zavi? Zaffi? Zaffi? Zuffi! War das nicht dieser Zufallsgenerator? Zuffi? Keine Ahnung. Auf jeden Fall darf man die spanische Version die folgenden neue Charaktere bei den Origins gelistet haben. Origins Flying Fist Seaman Deluxe. Mhm. Origins Terror Claw Skeletor Deluxe. Ja. Und Origins Streetor. Ja. Was wiederum bedeutet, was dann auch kommen wird. Nightstalker. Wahrscheinlich. Wäre nur logisch. Ja. Aber auch bei den Revelations-Figuren tut sich was, denn neben den schon aufgetauchten Bildern von Teela und so weiter, kommt nun zumindest ein weiterer Name hinzu. Und das finde ich richtig gut. Masterverse Andra. Mit Sprachchip. Als Erscheinungsdatum steht hier zwar der 31. Dezember 2021, aber das dürfte eher nur ein Platzhalter sein. Das richtige Datum werden wir euch natürlich noch nachreichen, sobald es bekannt ist. Ja. Andra. Meine Lieblingsfigur. Mir ist egal, was da kommt, aber Hauptsache nicht die. Sondern ein anderer.
Ja. Eieieiei. Ach, schlecht sieht die Figur ja nicht aus. Nein, das Design ist ja auch in Ordnung, ja. Aber die nervt halt. Falls ich das schon mal noch nicht gesagt habe. Ist ja ein Charakter, der sogar in den 80ern schon aufgetaucht ist, ne? Wo ich weiß jetzt gerade nicht. Lieutenant Andra, ja, aber das soll ja dann, weiß ich nicht, ob das dann auch tatsächlich die gleiche sein soll. Wenn, es soll ja immer noch eine Fortsetzung sein des Filmations und da kam die ja vor. Dazu haben wir ja auch einen Livestream gemacht. Ich sage, es ist keine Fortsetzung, weil so ein paar Sachen halt einfach dagegen sprechen. Aber da könnt ihr euch gerne den Modulator mal angucken. Ja. Man könnte sagen, theoretisch kann es eine Fortsetzung sein, es ist aber in einem anderen Universum. Oh, ne? Ja. Naja. Ja, wir sprechen nochmal über den Cartoon an anderer Stelle, glaube ich. Ja, apropos über den Cartoon sprechen, da könnt ihr dann gerne mal auf PE gehen. Denn der Sepp und der Manuel, die haben die ersten 5 Folgen in einem, wie heißt es, Watch-Along oder Watch With Us. Also guckt da ruhig gerne mal rein. Ist aber nicht zwingend notwendig, dass man den Cartoon nebenher laufen lässt, obwohl sie ganz genau passend sagen, jetzt starten. Und dann könnt ihr wirklich Sekunde auf Sekunde das nebenher mit ihnen laufen lassen. Das Problem ist natürlich, aufgrund der Rechte dürfen sie die Folgen nicht mit einbinden. Das geht natürlich nicht. Ja. Auch die Synchro nicht. Sonst kriegen sie möglicherweise eine Entmonetarisierung bzw. einen Strike. Die PowerCon steht vor der Tür und es sind auch schon einige Programmpunkte bekannt gegeben worden. Die PowerCon wird ja dieses Jahr auch mal wieder ein bisschen anders stattfinden und es gibt nur wenig Publikum. Das meiste allerdings wird dann auch per Panels über Livestreams stattfinden und da gehen wir jetzt mal genauer drauf ein. Genau eine Woche nach der Grayskull-Con wird vom 11. auf den 12. September in Anaheim, denn da muss die Anaheim, ach, vergiss es, ja, die PowerCon wieder ihre Pforten öffnen. Es sind wieder einige Livestreams geplant. So wird am Samstag von 19.30 Uhr an das Team rund um Josh Graham, Ruben Martinez, Robert Rudman, Sam Peck, Roy Churis und Terry Higuchi aus dem Nähkästchen plaudern und einiges anzukündigen haben, was uns 2022 so erwarten wird. Ab 20.30 Uhr geht es dann weiter mit dem Megaconstructs. Das Team, welches die Moto Megaconstructs Produkte dafür verantwortlich ist, für diesen Brand, wird einen Überblick, wirft einen Blick, nochmal. Also, ab 20.30 Uhr, haben wir's bald. Und weiter. Ab 20.30 Uhr geht es dann weiter mit den Megaconstructs. Das Team, welches für die Moto Megaconstructs Produkte verantwortlich ist, wird einen Blick zurückwerfen auf Castle Grayskull, wird Live-Fragen beantworten und Ausblicke auf das Quartal, auf das erste Quartal 2022 geben. Ein Live-Chat wird es dieses Jahr allerdings während der gesamten Veranstaltung nicht geben. Also Live-Fragen beantworten dann mit den wenigen Leuten, die zugelassen sind, die rein dürfen. Die wollen nicht, dass die ganzen Leute hier ablästern wegen ganzen Sachen. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ja, also Internet-Trolle raus. Ab 21:30 werden Ethan Wood und Ruben Martinez mit den Anwesenden über Mattel Creations reden. Dabei geht es nicht nur um ihre Tätigkeiten rund um Mattel Creations, den Shogun Skeletor und den Art of Engineering Skeletor, sondern auch um die Dinge, die bald im Shop erhältlich sein werden. Ja. Ab 21:30, eine Stunde später werden dann, mein Gott. Eine Stunde später werden dann Mike Bonanno, ich finde diesen Namen cool, von Hugo Bonanno,
Hekt- ring, 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 ring. Bonano Phone. Hector Kur, ach nein, Hector Arcy. Hoffentlich wird das ausgesprochen. Bob Falkerson und Florian Birdmer von Mondo über kommende und noch nicht veröffentlichte Figuren sprechen. Dazu wird es für Rätselmacher auch noch ein spezielles Giveaway geben. Rätselmeister. Ja, was habe ich denn gesagt? Rätselmacher. Okay. Egal. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Nein. Veröffentlichte Figuren sprechen. Dazu wird es für Rätselmacher. Scheiß. Scheiß Videobeweis. Naja. Neben den Livestreams wird es aber auch das Masters of the Universe Mini-Comics Panel mit einigen Machern der 80er Moto Mini-Comics und einem von Pixel Dan moderierten Cosplay-Contest geben. Cosplay-Contest dieses Jahr auch auf der Grayskull-Con wieder? Stimmt. Na? Ich hoffe, dass da auch diesmal wieder einige mitmachen werden. Du? Hast du was im Petto dieses Jahr? Das kam jetzt so überraschend. Ich könnte höchstens gucken, ob ich noch in mein Seahawk-Kostüm reinpasse. Bitte. Das könnte wieder passen. Ja, mach ruhig. Für Fotoshooting oder sowas. Wenn ich alles zusammenkriege. Ich hatte eine Sache überlegt. Auch Cosplay, was könnte ich machen? Und dann habe ich mir überlegt, ja, wen kannst du denn dann nehmen? Nimmst du Ram-Man oder Ram-Man? Natürlich 2000X, weil, wer ist denn schon so breit? Und dann hatte ich mir was überlegt, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Und zwar, Ellen der Chefkoch. Ja. Brauchst du nicht viel. Das Mützchen, schöne Kochlöffel und blaues, wie ein Pulli oder sowas. Dann war's das ja. I think it's time for cake. Ich glaube, ich mach's nicht. Aber das war's natürlich noch nicht, denn Sonntag geht es ab 20.30 Uhr dann weiter mit Livestreams. Den Anfang machen hier die Leute rund um Tweeterhead, die euch alles rund um die Hintergründe ihrer Legends-Statuenreihe erzählen. So wie alles anfing, wo die Reise hingehen soll und was euch noch erwarten wird. Ab 21.30 Uhr werden wir dann einiges von den Machern der neuen Cartoon-Serie für Kinder erfahren, also die neue Hartmoto, wo die ersten Episoden dann ab dem 16. September auf dem Streaming-Anbieter verfügbar sein werden. Danach kommt noch Dark Horse mit Infos über ihre Comics zu den Masters dran, allen voran über ihre Projekte zu den Cartoons auf Netflix. Den Abschluss macht ab 0.30 Uhr Beer McCreary, das ist ein geiler Name, welcher über seine Arbeit am Soundtrack zum Revelation Cartoon sprechen wird. Den finde ich auch übrigens gar nicht so schlecht, den Soundtrack. Weitere Programmpunkte können hier noch hinzukommen. Wer sich übrigens über die Uhrzeiten wundert, ja, Anaheim, wo die PowerCon 2021 stattfinden wird, liegt im US-Bundesstaat Kalifornien und hier beträgt der Zeitunterschied satte 9 Stunden zu Deutschland. Das heißt, wenn es in Kalifornien 11 Uhr morgens ist, ist es bei uns hier 20 Uhr abends. Also deswegen geht das so in die späteren Abendstunden hier bei uns rein. Das müsst ihr dann natürlich einplanen, wenn ihr euch das live mit anpassen. Die können sich ja ruhig mal anpassen, ne? Ja, die Borg. Anpassen. Ja. Lässt du es dir reinziehen? Nö, man hört dann ja irgendwann sowieso da was von. Und ja. Ich habe das noch nie so wirklich großartig verfolgt, muss ich ehrlich sein, weil es um die Uhrzeit, da schlafe ich ja schon fast. Ja, aber ist bei dir mit den Wechselschichten sowieso immer so eine Sache. Das kommt dann auch dazu, ja. Ja. Gut, ein paar werde ich mir davon vielleicht angucken können, aber im Nachhinein erzählen wir doch sowieso, was los war. So ist es. Aber wir können ja mal gucken, ob wir dazu einen Livestream machen. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass PE da vielleicht noch einen Livestream zu macht.
Mal schauen, Ja. wir werden sehen. So, dann kommen wir zum nächsten. Fields of Eternia Crowdfunding voller Erfolg. Mit 912.028 Euro hat Archon Studios ihr Ziel von 50.000 Euro zur Realisierung des Motu-Brettspiels um 1.824% mehr als übertroffen. Dies haben wir 5.317 Unterstützern zu verdanken, die im Durchschnitt 171,53 Euro pro Person für das Spiel ausgegeben haben. Wahnsinn. Damit wurden, ja, da bellt sogar der Hund. Damit wurden alle Stretch Goals nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen. Ja! Einer der Ziele war der ca. 20 cm große Grayskull, ja, Dice Tower. Die ersten 50.000 Euro, welche als Mindestbetrag zusammenkommen mussten, waren schon nach 10 Minuten erreicht. Okay, kein Wow von draußen. Einige Reviewer erhielten schon im Vorfeld ein Prototyp-Exemplar, um das Spiel auf Herz und Nieren zu testen. Während der Sepp auf unserem Partnerkanal von PE das Spiel sehr positiv beschrieb, kam der YouTube-Kanal Bier und Brezel Tabletop zu einem anderen Ergebnis. Geplanter Erscheinungstermin ist März 2022. Ganz genau. Da fällt mir was ein zur Grayskull-Con, wo ich auch noch unbedingt darauf hinweisen möchte, ist, es wird eine Fortsetzung vom Quartett geben. Also dem Quartett von Simon Eckert. Genau. Richtig geil. Ich habe die zwei, du hast sie auch, ne? Ja. Ja. Ich habe zugeschlagen. Du? Nein. Du bist aber ein großer Brettspiele-Fan, das wundert mich schon. Ja, aber da du dir das ja holst, brauche ich es halt nicht. Ich brauche auch immer Leute, die damit spielen, das ist ja dann auch die Frage. Du kannst so viele es auch alleine spielen. Ich habe es, ach so. Ach, naja, mal gucken. Falls ihr das wirklich verpasst haben solltet, mal fernab von all dem Stretch Goals, die es dazu ja jetzt irgendwo gab, die Sachen, die es jetzt zum Beispiel als Special, zum Beispiel sind Würfelbecher und so weiter, wenn man sagt, da kann man drauf verzichten, das Spiel wird es auch regulär noch zu kaufen geben. Es wird noch wahrscheinlich ein klein bisschen teurer werden als hier, deswegen war es ganz gut, wenn man da zugeschlagen hat. Problem an der Sache war, dass man das Ganze nur mit Kreditkarte machen konnte. Ja. Und sie haben ja auch nur die Lizenz für Deutschland, England, ich glaube für ganz Europa halt irgendwie oder so, nicht aber für Amerika. Dass das Ding auf Englisch gab, habe ich mir auch kurz überlegt, kaufst du dir das nicht und dann können die sich das importieren oder, ach, was so Quatsch, was soll's. Also nur auf Englisch, Deutsch geholt. Hättest du es dir auf Deutsch oder auf Englisch geholt? Und dann auf Deutsch. Ja. Bei Spielen ist das immer ziemlich wichtig, finde ich, dass man das auch vernünftig lesen kann, mit gerade bei so Tabletops und sowas. Und wenn man dann irgendwelche Regeln drin hat, die man auf Englisch jetzt nicht so ganz versteht, dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Wobei man sich das ja so zurecht drehen kann, wie man das vielleicht gerade braucht. Ja. Ja, guckt euch ruhig das auf Planet Eternia an. Ich habe mir das nicht nur auf PE angeguckt, sondern auch tatsächlich auf diesem Brezel. Wie nennt das? Bier und Brezel Tabletop. Ja, erstmal den Namen finde ich cool. Aber ich stimme nicht mit diesem YouTuber überein. Denn er hat schon im Titel drin stehen, eine große Enttäuschung oder herbe Enttäuschung. Also, sagen wir es mal so, ich habe es bis zu einem gewissen Punkt, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, weil es geht über eine Stunde, aber ich habe es mir bis zu einem gewissen Punkt durchgeguckt, wo er erklärte wirklich das Spiel und so weiter. Bis dahin war das auch so recht positiv und dann ging es los mit Punkten, die er ansprach, die er nicht so gut fand, wie unter anderem die Länge.
Ja, aber das wurde auch so kommuniziert. Ich weiß nicht, ob man im Spiel, weil es so lang ist, das ankreiden kann, dass es dadurch schlecht ist. Die Spielzeit oder Die die. Spielzeit, ja. Es ist ja irgendwie angegeben mit 2 bis 4 Stunden oder so. Es gibt Leute, die finden das gut, ne? Ja, natürlich, klar. Und wir sind ja auch mit Monopoly aufgewachsen. Ey, da haben wir teilweise auch schon 3, 4, 5 Stunden gesessen. Und außerdem kann man Spiele auch unterbrechen und es später weiterspielen. Das machen nur nicht viele, was ich auch verstehen kann. Aber nee, tut mir leid. Also nur ganz nett und gemeint. Also da bin ich, falls du das sehen solltest, stimme ich mit dir überhaupt nicht überein. Das ist ein Kritikpunkt, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Zu dem anderen kann ich natürlich definitiv nichts sagen. Da müssen wir natürlich abwarten, bis das Spiel hier ist. Wir werden es spielen zusammen, denke ich mal. Und dann uns wahrscheinlich auch dabei filmen. Aber Vielleicht kommt ja auch noch ein anderer. Oh. da, jetzt haben wir den Titel. ja, also, ganz ehrlich. 1824% drüber. 50.000 wollten sie haben. Das war in den ersten 10 Minuten erreicht. Super geiler Erfolg für Fields of Eternia und Archon Studios. Macht weiter, Jungs. Bringt noch viele Add-ons und so weiter. Das Spiel, wenn man das Spiel nicht unbedingt haben möchte, kann ich aber sagen, lohnen sich die Minifiguren, die dabei sind, auf jeden Fall. Wir haben schon 5 davon gesehen. Mit She-Ra auf Swiftwind, He-Man auf Battlecat, Skeletor auf Pantor, Hordak mit dem Hordrace und Tingis. auf Tyrannosaurus Rex. Richtig. Und die sind top für das kleine Ja, Format. ja, ja. Ich traue mich nur nicht, die Dinge. Detailreich. Ja, ich traue mich nur nicht, sie zu bemalen, aber vielleicht finde ich da ja mal jemanden. Macht ein anderer. Macht ein anderer, ja. Also auch da natürlich auch lohnt es sich wieder auf der Grayskull-Con zu sein mit den Exclusives, den Köpfen vom Simon Soltau. Gibt's auch unbemalt, ja. Gibt's auch unbemalt und limitiert auf 50 Stück, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir nochmal gucken. Aber auch dazu gibt es ja auch extra unser Video, was wir dafür gemacht haben. Ja, Slime Pit, Skeletokopf, ein Landshark, Hordak und ein Life-Size-Bitterstab bei Mega Constructs angekündigt. Den Anfang macht ein neues Skeletor-Kopf-Set in transparentem Grün, passend zum beiliegenden Slime Pit He-Man. Kennen wir auch ja jetzt mittlerweile als Horde-Zombie He-Man. Bei beidem. Slime Pit! Bei beidem handelt es sich natürlich um Repaints von bestehenden Artikeln. Aber nicht nur der Schädel ist transparent, sondern auch der kleine Zombie-He-Man, was sehr cool aussieht. Die wenigen beiliegenden Teile werden dann auch auf dem Schädel angebracht, welcher somit als Slime Pit fungiert. Dieser Artikel tauchte auf der Amazon-Seite Mexikos auf. Ja, dazu kommt noch der Life-Size Havoc Staff, das Ding ist ja wirklich geil, welcher ein Amazon Exclusive werden wird. Yay! Exclusive! Wow. Aber Ui, gut, toll. ja, aber gut, das kann man ja dann ganz regulär dort bestellen. Man kann es halt nur dort bestellen, das ist ja dann noch semi-schlimm. Also, was heißt es so eigentlich überhaupt nicht schlimm, aber naja, gut. Nicht zu vergessen sind die beiden Artikel, die auf deepdiscount.com angekündigt sind. Der Online-Händler kündigt hier den Landshark an, aber auch ein Set, welches sich Hordak Strikes nennt. Was immer damit auch gemeint ist. Ein Mega Constructs Hordak Prototypen haben wir ja letztes Jahr bereits schon auf der PowerCon sehen können. Und noch etwas, was auf Planet Titania stand, dass wahrscheinlich die Einzelfiguren bald nicht mehr einzeln verkauft werden, nur noch bei Sets dabei sein werden. Finde ich Naja, eine gute gut, die Idee. wollen ja es jetzt verkaufen, ne?
Gerade bei den Mega-Constructs ist das so, dass diese kleinen Figürchen finde ich super geil, aber so einzeln auf Karte, die Sets sind einfach cooler, weil du sie halt eben zusammenbauen kannst. Das ist ja der Kernpunkt von Klemmbausteinen. Mega-Constructs-Ausgabe und beziehungsweise überhaupt die erste Ausgabe von unserem Brickbait haben wir ja schon rausgebracht. Da haben wir ja den Battlecat zusammengebaut, genau. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. War cool. Ich musste gerade lachen. Gestern waren meine Eltern da zum Kaffee und meine Freundin hat ja das große Harry Potter Schloss im Wohnzimmer stehen. Das war sie jetzt fertig. Und dann guckten die und ja, was ist denn das? Und dann hat sie erklärt, ja, das ist das Hogwarts-Schloss von Harry Potter. Und dann fragt mein Vater, musstet ihr das zusammenbauen? Ich sag, nee, Papa, Lego kommt immer so zusammen, gebaut im Karton. Was ist das? Ein Puzzle. Das ist kaputt. Ja. Das ist Absicht. Du solltest zusammenbauen. Ne, das Aber Ding, ich hab's nicht kaputt das gemacht. Ding ist so groß. Nein, das ist so im Karton drin. Ja, wir haben einiges an Sachen, die wir euch noch vorstellen können. Mega Constructs ist unter anderem auch mit da drunter. Diese Schädel auch übrigens. Und hast du diese Schädel übrigens? Einen. Welchen? Den Trapjaw mit der Laserkanone. Richtig, genau. Mir fehlt ein Teil für den Zusammenbau, also eine Anleitung. Aber können wir später noch. Auf jeden Fall finde ich das eine ziemlich geile Sache. Der eine Schädel sieht richtig cool aus. Mir gefällt es, ich bin sowieso so ein Transparent-Nerd. Also sprich, ich mag diese durchsichtigen Figuren. Der Havoc-Staff ist natürlich sehr exotisch. Was auch immer er kosten wird. Ich bin echt Life gespannt. Life-Size, ja. Steht da eigentlich bei, wie groß er sein soll? Nein. Aber Nein. Gehen wir jetzt mal, warte mal. Du hast ja ein Bild, wo der Typ das festhält auf Amazon, glaube ich, ist das. Wir haben es ja auch eingeblendet gehabt. Jetzt mal überlegen, dass es ungefähr eine Armlänge ist, dann noch eine. Ich würde sagen, ungefähr so. Also, was wird das sein? Meter? Meter 80, ungefähr? 90 Zentimeter. Ja. Ja, das ist so mordsgroß. Ich meine, die Steine sind aber nicht life-size. Nein. Ach, für Kids. Naja, für Kids, ja. Ist bestimmt auch ein guter Steinespender. Ja, vielleicht. Obwohl, da würde ich lieber andere... Also kauf dir zwei, dann kannst du den noch länger machen. Den Stab natürlich. Ja. Keine Ahnung. Nein, da würde ich lieber andere Steine empfehlen. Also als Teil des Spender würde ich dann lieber andere nehmen. Ja, es gibt günstigere. Mold King oder... Oder ein anderer. Oder ein anderer. Ja, irgendwie sowas. Ja, guck gerne mal bei uns rein bei Brickbait. Ja, was hatten wir noch? Hordak. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Hordak Strikes. Irgendwie so eine Art... Ist das Deluxe? Nicht ein Titel von einem Minicomic sogar? Ach nee, das war Spyco Strikes. Hordak Strikes, ja, der hat dann so ein Schild und ich arbeite keine Arbeit oder so. Ja, und den Landshark. Geile Geschichte. Ja, das hört sich gut an. Wir kriegen endlich mal die ganzen Sachen aus der Vergangenheit wieder. Wir haben jetzt den... Landshark bei den Origins. Schade, leider nicht bei den Classics. Hätte ich ihn gerne dort gesehen. Und immer noch kein Orko. Was ist los mit euch? Stimmt. Den könnte man natürlich auch als so eine Art... Ich weiß immer noch nicht, wie soll man diesen Battlecat einordnen? Brickbuild. Ja, so eine Art... Statue oder so. Ich meine, du kannst dann natürlich mit spielen. Das ist eigentlich kein Problem. Aber im Maßstab passt es ja nicht zu den anderen Figuren. Ja. Naja, gut. Einfach zum Hinstellen fehlt. Ja.
Ja, kommen wir dann so langsam zum Ende, aber erst noch Verschiedenes. Ja. Was gab es? Boah, natürlich GrayskullCon. Das kommt dann als erstes. Es wird auch ein neues Minicomic geben auf der GrayskullCon, wo wir dann schon mal gleich wieder dabei sind, passend zum Hörspiel. Mhm. Die machtlosen Götter. McMood wird dort ausstellen. Simon Solter wird natürlich ausstellen. Das, und das Bild wird versteigert. Ja. Jede Menge Sachen. Also es ist trotz dessen, dass wir diese ganzen Auflagen haben, sehr voll. Es wird leider keine Waffeln geben dieses Jahr. Oh nee, das ist schade. Das ist wirklich schade. Und wo habt ihr das zuerst gehört? Ganz exklusiv. Ja. Ja, Leute, es ist wieder eine ganze Menge passiert. Himanisches Quartett hat Folge 210 rausgebracht, 209 rausgebracht. Solltet ihr unbedingt mal reinhören. Auf unserem Kanal ist jede Menge los. Auf dem von Planet Eternia ist wieder jede Menge los. Wir haben neue Videos von den vielen Versionen von Nightstalker. Stridor war mit dabei. War das das aktuellste Grad? Wie gesagt, wir machen das hier Verschiedenes Cyclone. Immer aus dem Gedächtnis. Ne? Ja, ich finde, das ist authentischer. Könnt's auch aufschreiben, aber... Wir können nicht lesen. Dann das Video, was ich euch schon gesagt habe, vom Sepp, der das Spiel schon ein bisschen getestet hat, mit diesem Prototypen. Alles noch nicht final, was ihr da seht. Da wird Sepp dann aber auch drauf hinweisen. Dann gab es die 5 Folgen, diese Audio-Kommentarfolgen von Sepp und Manuel. Ganz genau, wir haben eine Sache natürlich vergessen. Die Retrofabrik wird auf der GrayskullCon sein, werden dort einige Sachen vorstellen und da werden dann unter anderem, wir haben gerade die Poster da liegen, das wird nichts bringen, Jan. Ja, ich nehme eins, wo kein Grün drin ist. Wenn du eins findest, also das Grün wird natürlich dann hier rausgerechnet, das ist ein bisschen doof. Aber dazu wird es auch ein Unboxing geben, das gibt Guck mal hier, Flötenhordak hat kein Grün. Der Flötenhordak. Das stimmt. Ja. Richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Ihr seht, das ist nicht einfach nur irgendwie so ein Billigpapier, sondern auf Pappe gedruckt und hochwertig gedruckt. Und das kann man sich richtig schön rahmen. Und deswegen lohnte sich der Kauf auf jeden Fall. Dazu wird es noch ein Unboxing geben. Mhm. Von der Retrofabrik. Das verkauft kein anderer. Dann wird es von uns noch einiges zu Brickbait geben. Sachen, die wir schon gedreht haben, Sachen, die wir noch drehen wollen. Da hast du dich ja bereit erklärt, dass wir bei dir das Hogwarts-Schloss unter die Lupe nehmen können. Geile Sache. Dann haben wir auch schon ein paar Sachen, die wir schon abgedreht haben. Zum Beispiel das End of World Diner, diese quasi Kopie von diesem Lego Diner, ja, darf in Deutschland, es darf importiert werden, man darf es haben, besitzen, ist alles kein Problem, es darf hier nur nicht über Händler verkauft werden, aber du darfst es importieren, das habe ich gemacht, wir haben es zusammengebaut und dann auch mal mit einer anderen, mit so einer Stop-Motion Technik dann gefilmt, wie sich das so aufbaut. Das heißt, ihr werdet da keine Hände sehen, sondern immer nur, dass die Steine so, dass sich das so aufbaut. Ist ein Experiment. Ich guck mal, ob ich so mache. Es ist verflucht aufwendig. Das kann ich euch so schon sagen. Dann haben wir noch ein zweites Diner. Wir haben ein richtig schönes Diner. Hast du schon gesehen? Steht drüben. Noch nicht gesehen? Ach so, doch, das andere da? Ja, zeige ich dir gleich noch. Nicht das eine, das andere. Nicht das eine, das andere davon. Ja, genau. Fand ich sehr schön, musste ich haben. Habe ich mir selber zum Geburtstag gegönnt. Mit Leuchtfunktion ist super schön. Werdet ihr da in der Situation noch sehen. Kannst du ja auch gerne mitmachen, wenn du möchtest. Können wir das gerne mal vorstellen. Dann werden wir noch Castle Grayskull noch mal vorstellen. Wir werden die Köpfe haben, die wir euch nochmal vorstellen wollen. Es gab da zwar ein Unboxing von, aber ja, wir wollen euch die Teile natürlich zusammengebaut vorstellen.
Wie gesagt, einer fehlt mir die Anleitung von, aber vielleicht hast du die ja. Vielleicht ist das ja genau das Set. Boah, dann haben wir noch ein weiteres Set, ein richtig schönes Set. Das kennst du ja auch schon, das wir vor langer Zeit mal zusammengebaut haben. Das habe ich mit meiner Frau zusammengebaut. Hat viel Spaß gemacht. Und das ist ja so dieser Laden quasi. Mit einem abgeschrägten Dach. Diese Ecke. Ja. Wunderschön, kann ich wirklich nur sagen. Aber werde ich euch dann zeigen. Ist schon vor langem zusammengebaut worden. Aber es gibt da auch ein Zusammenbauvideo von, wo wir einfach das Ganze dann von oben gefilmt haben. Also da gibt es dann auch dieses zack, 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 schnell Zusammenbauvideo. Schön dann auch untermalt mit Musik und Voice-Over. Ja. Also da kommt eine ganze Menge. Also erste Folge ist schon draußen. Boah, wir werden natürlich über die Grayskull-Con berichten, so ein bisschen. Mal gucken, was wir da machen werden, mit wem wir da quatschen werden. Und ja, also eine ganze Menge. Gab es sonst noch irgendwas? Eigentlich haben wir fast alles hier Das ist richtig. Ja. in 6 Seiten erzählt. Ja, verschiedenes ist ja auch mehr so Community Report, kann man sagen, ne? Dass aus den verschiedenen Seiten los ist. Und ja, ihr wisst, immer bei PE reinschauen, ihr bleibt immer auf dem Neuesten und viele Videos, die ich bestimmt jetzt auch noch irgendwo vergessen habe, aber wir verlinken, soweit es geht, immer alle. Manchmal, das haben auch ein, zwei Leute gefragt, warum manchmal so ein ganzer Schub kommt. Ja, gut. Ich packe ja manchmal auch die verschiedenen Videos dann so untereinander. Eins verlinke ich und dann kannst du die ja noch beschriften und dann haue ich die anderen Videos vom PE dann auch noch so mit rüber. Noch nicht gesehen? Natürlich habe ich das gesehen. Gibt da so einen coolen Kanal, so ein, weißt du, so eine geile Seite, nennt sich Sabbelsaurus. Solltest du mal drauf gehen, ne? So siehst du das. Werde ich mal reingucken. Vielleicht gefällt Genau. mir aber auch ein anderer. Und das war's auch dieses Mal wieder mit den News aus dem August. Es ist wieder unglaublich viel passiert. Um momentan auf dem Laufenden zu bleiben, muss man jeden Tag die Social Medias, Planet Eternia und so weiter, also wirklich durchforsten. Studieren. So ist es. Es wird Ja, alles abgefragt auf der Con. ist ja wirklich Wahnsinn, was momentan ist abgefragt. Ja, übrigens ein Quiz. Wollte ich auch mal wieder machen. Nee, wir machen das hier am Eingang. Da musst du so drei Fragen beantworten, sonst kommst du nicht rein. Wer über die Ja. Brücke des Todes will gehen, muss dreimal Frage und Antwort stehen. Dann darf er die andere Seite sehen. Genau. Also, nochmal kurz darauf hingewiesen, weil ich das wichtig finde. Grayskull Con ohne Voranmeldung geht's leider nicht. 3G-Regel. Getroffen, geschossen und Geheiratet. geheiratet. Nein, geimpft, genesen und getestet. Ja, ihr braucht auf jeden Fall einen Test, der nie älter ist als 24 Stunden. Ja, einen Ausweis braucht ihr natürlich, wenn ihr geimpft seid. Und wenn ihr genesen sein solltet, braucht ihr darüber auch einen Und am Nachweis. besten auch eine Maske einpacken, aber das weiß man ja. Stimmt, gut, dass du es erwähnst. Ich weiß, ich mag die Dinger nicht. Du magst sie, denke ich mal, auch nicht. Viele mögen sie nicht. Es ist nun mal so, wir müssen es machen. Wir halten uns dran, Ende aus, fertig. Ja. Und dann kommen wir auch gut durch die Geschichte durch. Ja. So. Das heißt, wir sind erstmal so fertig. Oder hattest du noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ja, dann würde ich sagen, war's das erste Mal. Ihr kennt ja den ganzen Kram. Kommentieren, liken, Abonnieren, abonnieren. Und extrahieren, addieren und subtrahieren und eskalieren. eskalieren und Leute, macht's gut. Tschüss, bis dann. Wir sehen uns auf der Con. Ciao, ciao. Gute Reise.
We'll be right back.